Schon den Kopf angeschlagen. Ich wollte im Bett mir so gemütlich das Küssi da hinten ran tun. Da, aber da hat es noch ein Holz und da habe ich mir jetzt den Kopf angeschlagen. Hallo! Das ist eine weirde Begrüßung zu diesem Solo-Podcast. Einmal mehr eine Solo-Folge, obwohl man sich schon gefragt hat, muss es noch mehr von denen geben? Habe ich mir auch schon gefragt. Aber in dem Fall, ja, es muss nochmal eine geben. Nicht ganz so geplant gesehen. Ich habe ja eigentlich versprochen gehabt, dass ab heute, 16. August, wieder normale, sozusagen, übliche, besser gesagt, Folgen mit Gästen kommen. Und es ist alles in der Planung, auf dem Weg gesehen, dorthin. Und dann hat am Tag, wo wir aufgezeichnet haben, einen haben wir aufgezeichnet, die andere Aufzeichnung nicht stattgefunden, weil der Gast hat sich bei einem Unfall den Fuß verletzt und hat dann notfallmässig müssen. Was lügst du? Willst du etwas sagen? Nein? Okay. auf jeden Fall, sich den Fuß verletzt und darum dann nicht können kommen. Aber wir haben ein Verschiebedatum, das wird bald aufgezeichnet und somit wirklich versprochen, ab dem 23. August gibt es wieder, wie üblich, viel gut Podcast-Folge mit Gästen. So, wie ihr schon gemerkt habt, ich bin da nicht ganz allein. Und zwar bin ich in den Bergen mit ganz, ganz tollen Menschen. Ja, Familie, erweiterte Familie, Freunde, wie man es auch immer will nennen. Alle möglichen Leute hier. Und wir haben bis jetzt eine sehr, sehr gute Zeit. Und wir sind in der Party, wir sind Tierchen anschauen. Also so richtige klassische Familienausflüge. Und heute Abend gibt es für mich eins der grossen Highlights, nämlich mache ich Fondue. Und wenn ich ja jetzt immer schon von viel Gutes erzähle, würde ich heute fast sagen, mein heutiger Feelgood von dieser Solo-Folge ist Fondue. Und das, obwohl ich früher Fondue gar nicht so gerne hatte. Ich liebe Käse über alles, schon immer. Aber Fondue habe ich nie so mögen. Und dann habe ich gemerkt, das ist, glaube ich, so ein Kinderding. Und irgendwann so im Erwachsenwerden, was bei mir jetzt langsam passiert, aber noch nicht wirklich, tun sich irgendwie die Geschmacksnerven noch mal ein bisschen verändern und man hat mehr Bock. Weil früher bin ich der Raclette-Dude Number One gesehen. Aber jetzt bin ich mehr der Fondue-Mutzi, muss ich sagen. Jetzt bin ich wirklich voll am Start mit Fondue. Das gibt es jetzt oben, weil wenn man schon in den Bergen ist, das gehört dazu. Ja? Und also für mich gibt es eh nie einen Grund, warum nicht. Höchstens, wenn es im Restaurant heisst, nur ab zwei Personen und sonst will niemand. Aber meine Freundin und ich sind kürzlich, sind wir mal kurz nachtessen, wo man auch hat können Fondue bestellen, und zwar für eine Person. Und was hat der Mutzi gemacht? Ja, der Fondue-Mutzi. Natürlich hat er sich einen schön geschmolzenen Käse reingedrückt. Und nachher ist es ihm nicht so gut gegangen. Und heute wird es wahrscheinlich gleich sein. Das ist aber, ja, dort lehrt man nicht oder man will nicht lernen. Das muss man über sich erholen, sozusagen. Nein, ich nenne aber nicht das als mein Feelgood heute, sondern mein Feelgood von der letzten Woche, muss ich eigentlich fast sagen, ist ein kleiner Kater. Ein kleiner Kater, wo Rambo heißt, ein Kollege so getauft hat. Weil, gut, das kann man eigentlich da sagen, ja, der Kollege ist der Matteo. Und der Matteo und seine Freundin, sprich, seine Freundin hat eine Katze und die Katze hat Kinder gekriegt vor ein paar Monaten. Und eins von diesen Kindern ist der Rambo. Und der Rambo ist jetzt mittlerweile zu unserer Familie übergewandert, ja. Und das ist für eine Katze, ich mache jetzt nicht große Katzen, Hunde-Talk und keine Ahnung was, ja. Ich finde alle die Tiere mega, mega toll. Und liebe die Tiere mega fest für ihre Eigenheiten, ja. Also es gibt ja Leute, die sagen, nein, Katzen sind toller als Hunde wegen dem und dem und umgekehrt. Und ich muss sagen, ich finde aber gerade das jeweils an diesen Tieren toll. Und darum behaupte ich wirklich, ja, können sagen, dass ich Hunde und Katze gleich
fest gerne habe. Und was jetzt aber bei dem Kater, mit dem kleinen 4 Monate alten Dude, was dort spannend ist, er ist eigentlich ein Hund. Er ist eine Transkatze irgendwie. Also er ist so zutraulich und da gibt er so seine Pfote und lässt extra die Kralle drin und er checkt sie dann gerade, falls sie mal draußen sind. Und man macht so, nimmt das hin und geht auf zu seinem Pfötchen und hebt die so. Und wenn ich ihm so, wie heißen sie, so Goodies gibt, wo heißen, Achtung, Traumtaschen. Ja, wer isst nicht gern Traumtaschen? Eine Tasche voll mit Traum. Sind auf so kleine Cracker, irgendwie mit einer grusigen Füllung. Ja. Sie sehen aus wie so irgendwie etwas, wo Nestle einem würde als schmackhaft verkaufen, wenn man Milch dran tut. Und wo sie dann behauptet, das hat noch irgendwie Eisen und irgendein Vitamin B, irgendetwas, wo sie einfach so ein Tropfen auf eine Kiste machen, sie so ein Tropfen von irgendeiner Vitaminessenz drin. Also, auf jeden Fall, wenn ihr die Traumtasche seht, dann macht er einfach den Sitz. Ja, dann sitzt er einfach dort. Und das ist wirklich ganz, ganz ein herziger Dude. Der Rambo. Den haben wir jetzt in unserem Familienkreis. Und ist jetzt wirklich Kollege geworden. So, apropos Kollege. Hey! Jetzt läuft einer rein. Ich habe noch nicht gesagt, mit wem ich überhaupt hier in der Berge bin. Ist egal. Kannst du sagen, mit wem? Jetzt kann man herausfinden, wer ist die Person, wo jetzt mit mir... Was hast du da? Rosé Prosecco. Rosecco, wenn ich es nenne. So, machen wir jetzt ein Quiz. Ja. Wer ist der Mensch neben mir? Ist der Mensch, wenn er ein Lied war, Popsong, ein Classic Rock Song, war eine klassische Symphonie? Oder war Free Jazz? Oder nicht der Hure. Der hure nervige Ton, der war von dem Crocodile. Ah, din, 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 din. Von was? Ich weiß nicht, wie es war. Schade. Du hast so. Ja, früher können ja die Lieder als SMS hast du können E-Game-Fernsehen. Ja, klar. Teletext. Ja. Das ist ein so ein Krokodil-Lied. Der ist also ein ganzes Genre ja rausgekommen von dem. Also auf die Jamba-Klingeltöne? Ja, genau. Ich liebe Jamba-Klingeltöne. Gott, nein, sind so nervig. Jamba-Klingeltöne, doch, mein Liebster ist gesehen. Bist mein. Allerliebster Schnuffel! Kuschel, 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 kuschel! Nein, so geht's los! Du bist mein allergrößter Schatz! Da, 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 da! Hey, mir ist der verdammte Krokodil gewesen, wo man auf der Geist. Schnisch nach Schnappi? Ja, genau, ja, stimmt! Was hier eigentlich eine herzige Grundgeschichte gesehen ist, nämlich, dass da irgendein Mädchen einfach irgendwie das Lied gesungen hat. Das ist jetzt zerstört. Aber. Das ist dann schön durch die ganze Maschinerie. Ja. Und irgendwelche greedy Musikfritze also in ihrem riesen Büro in Frankfurt oder so. Ich fand, wir machen jetzt Geld aus dieser Stimme. Genau, aber dass sie es tot vermarktet haben. Nein, also, ja. Der Charlie! Yay, hey, sorry zusammen! Ich habe extra so gefragt, weil wir haben gestern ein Spiel gespielt. Ja. Wo man hätte müssen quasi Menschenkenntnis zeigen. Okay. Das Kartenspiel. Also nicht Kartenspiel, das komische Brettspiel. Das Kartenspiel gestern. Wie heißt Who is Lou? Wer ist Lou? Oh mein Gott. Und man zieht eine Karte und das ist eine von den Menschen, die am Tisch sitzt, oder? Ja. Eine von den Personen. Und dann können die anderen Fragen stellen. Und zwar sind das halt vorgefertigte Fragen, die so auf Karte sind. Und aufgrund von diesen Beschreibungen müssen dann die anderen herausfinden oder roten, wer das könnte sein. Und die Fragen haben mir so gedacht, ja, sind irgendwie so hilfreich, ja? Zumindest ein bisschen. Nein. Sondern die Fragen sind wirklich so gesehen, ist Lou ein windiger Frühlingstag, sonniger Sommertag, nebliger Herbsttag, kalter Wintertag, irgend sowas. Ja, du kommst mega in Clinch, wenn du irgendetwas sagst von eben so einem kalten Wintertag. Die Person, die es am Schluss betrifft, denkt, hey, was denkst du von mir? Also dann sagst du einfach so, ist eine sonnige Person. Ja, gut, hast du gesehen, was für ein, zuerst hast du mal die Frage gesehen, was für ein Tier ist Lou? Ja. Dann hast du gesagt, Löwe.
Ja. Und nachher hast du gekommen, was für ein Insektenschlau. Dann ist gesagt, Moskito. Und mein Hass gegenüber Moskitos ist wahnsinnig ausgeprägt. Aber der Charlie, schon nicht. Aber der Charlie hat es angekriegt, dass er das trotzdem nicht gut reden konnte. Was hast du gesagt? Warum? Ich habe gesagt, Löwe wegen der Haar und Beschützerisch. Moskito, habe ich gedacht, mit Moskitos sammelt Blut für ihre Kinder oder Nachfolger, ist sie mega fürsorglich. Ah, genau, die Fürsorglichkeit. Wer kennt sie nicht, die fürsorglichen Moskitos? Ich denke immer, wenn ich einen Moskito sehe, denke ich, richtiges Familienleben da. mega gute Mutter. Nein, es war mega schlimm. Wir waren alle minus. Alle. Ja, aber man muss ja nicht sagen, wer gewonnen hat. Aber trotzdem, jemand ist dann tatsächlich noch ins Plus gekommen. Ja, genau. Yeah. egal. Das Spiel, hey, nein, das geht gar nicht. Anyway, der Charlie ist auch da und ich habe schon erzählt, wir sind im Badi. Oh ja, mega toller Badi gewesen, muss ich sagen. Falls ihr mal in Sauna sind, unbedingt den Badi dort besuchen. Wirklich super cool. Ich habe nicht gesagt, wo wir sind, aber jetzt weiß ich es. Oh, sorry. Wir sind in Gstaad. Nein, wir sind nicht in Gstaad. Das können wir uns nicht leisten. Nein, wir sind die durch Gstaad durchlaufen. Ja, genau. Aber nichts kaufen. Ja, und andere Leute schauen uns an, so, look die Broke-Leute an, die da durchlaufen. Aber der Punkt ist, du weißt nie wirklich, ob sie die anschauen oder ob das Botox einfach gerade so hart reinkickt, dass es die Augen verschiebt. Ja, oder irgendwie, ob sie noch leben, weil sie blinzeln eigentlich nie. Genau. Sprich, wenn sie blinzeln, dann gehen sie auf die Knie, weil sie immer so die Fasern zurückziehen. So, wow. Aber es sind schon mega viele reiche Leute da. Oh ja. Yeah. Muss ich einfach ehrlich sagen. Also, weißt, und wir gehören nicht dazu. Nein, ich gehöre überhaupt nicht dazu. Wir können einfach schon gaffen. Schauen, wie schön. Nein, wir sind abseits mega gemütlich und genießen einfach die Landschaft. Voll. Und ja. Badi ist eben geil, ja. Muss man sagen. Definitiv. Und ich habe zuerst gedacht, ich habe mir irgendwie das Trommelfell kaputt gemacht oder so. Weh, in der Badi? Ja. Wieso? Wo ich vom 3 Meter ein Salto probiert habe. Oh nein! Es ist gar nicht so schlecht gewesen. Nein, aber ich habe ein bisschen Schräglage gekriegt. Und vor allem habe ich noch das Auge offen gehabt. Das heisst, ich bin einfach so auf mein rechtes Ohr und aufs offene Auge. Hast du schon mal von 3 Metern auf das offene Auge gegen das Wasser geklatscht? Ich bin erstaunt gewesen, dass du das überhaupt gemacht hast. Weil ich finde, so bis, glaub, 21, 22 hast du keine Angst. Voll. Von so Zeug. Und dann gehst du mal auf 3 Meter und denkst, oh. Also ich bin schon wirklich so gegangen. Ich hab Leute geschaut und dachte, jetzt mache ich geile Arschbombe. Lauf dort auf und denke, yo. Früher sind wir irgendwie Kopf voran vom 5 Meter gekommen. Yeah. Jetzt sag ich 3 Meter runter. Und nicht nur das, du musst dir auch überlegen, was du dir alles kannst sprechen. Und nicht nur das, wie lange es geht, bis es heilt. Und es hilft auch nicht, dass gerade Olympia gelaufen ist. Und ich so in Reels gesehen, ich einfach so, wie einfach die Fails zusammengeschnitten werden. Yes, beide Leute. Hast du die eine gesehen, die sich irgendwie, ich glaube, sie kommt wirklich mit dem Kopf ans Sprungbrett dran. Ah. Oh. Ja, sie will so Führer gumpen, sprich rückwärts, und dann fährt sie auch rein, dann ist sie mit dem Kopf. Aber ist sie ohnmächtig ins Wasser geht? Oder ist es eine gesehen? Ich weiß es nicht mehr. Okay. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es von dem... Du weißt ja mittlerweile nicht mehr, was von wann ist, oder? Ja. Außer bei der Breakdancerin aus Australien. Weil das ist innerhalb von 3 Stunden. No. Haben alle gewusst, dass das jetzt gerade passiert ist. Ohne Scheiß. Wenn ich es geschaut habe, ich habe ohne Scheiß zuerst gemeint, irgendeiner hat mit AI die Frau dort reingesetzt, weil ich gedacht habe, nie im Leben tanzt etwas. Ah, der Olympiade! Der Beste von der Besten. Und sie macht Kangurusprünge.
Entschuldigung. Die sind gut. Aber ich, mein Lieblingsmove ist gesehen, so auf sich selber zeigen. Ah, und wenn jemand anders am Performen ist, gerne. Das ist. Dann hätte ich das gemacht. Ja, das, oh mein Gott, das habe ich nicht gesehen. Das ist mega sympathisch. Nein, für mich ist es, wenn sie am Boden gelegen hat und sich zusammengeklappt hat, wie ein Buch. Nein, da bin ich gestorben. Nein, da bin ich schon. Und auch geil ist der Move, wo sie die ganze Zeit ihr Kini hebt. Ja, und dann kommt sie auf und schaut so, als wäre es mega brutal. Und du denkst, what the fuck are you doing? Dude, stop! Jetzt ganz ehrlich, im Fall, ich frage mich, ob Leute das auch so sehen, ob das Internet zu hart ist zu ihr. Hey, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, sie ist nicht mega sympathisch. Also ich habe ihr Interview gesehen, ich habe auch sagen, so, also weißt, bis der Teil, wo sie gesagt hat, bitte hört auf meine Familie und Freunde und die Breakdance-Community angreifen. Dort, bis Breakdance-Community habe ich gedacht, ah, tut mir leid, Breakdance-Community habe ich gedacht, nein, die schauen die alle an und denken so, why? Why, du hast einen Platz weggenommen. Ich habe mich aber gefragt, ob es in Australien überhaupt noch etwas anderes gibt als sie. Wo kann Breakdance? Ja. Also ich habe jetzt noch nie gehört, dass Australien eine mega Breaker-Kultur hat. Ich kenne es auch nicht. Und ich bin, okay, ich bin nur 6 Wochen in Australien gesehen, aber es ist mir jetzt auch dort nicht mega, es ist mir jetzt nicht eine neue Welt aufgegangen. Nein. Es ist jetzt nicht so, dass ich in Sydney gelandet bin und auf einmal gefunden habe, wow, hey, die Leute da, wie die alle so durch die Straße laufen. sogar da obdachlos sind am Breaker für das Geld, Mann, das ist crazy. Shit, nein, also, wenn ich einen Kaffee bestelle, haben sie sich so das Skinny. So. Willst du noch Zucker in den Kaffee? Und wenn du trinkst, gibst du etwas weg. Aber für mich ist absolut der Sieger. Hast du den Typ gesehen? Ich weiß nicht, wie das heisst. Mit dem Stock. Du rennst. Also Stabhochsprung. Stabhochsprung. Ah, wo mit seinem eigenen Stab. Jo, also du musst mal Pause machen, dem sein Dick ist schon jenseits. Jo, und das ist nicht mal hart. Das ist das. Just there. Dude, Arthur. Like, mit seiner, wie wollen wir es nennen? Fleischpeitsche. Fleischpeitsche mit dem Brocken. Es sieht wirklich aus wie eine Peitsche, wo es einfach so der Barre runterjagt. Bam! Also er hat die Competition, also er hat das verloren, aber ich finde so, die Herz hat sicher gewonnen. Die Herzen? Ja, die Herzen. Oh, okay. Ja. Von der Frau oder Männer, wer weiß, who knows? Ist lustig wie im Sport, einfach ab und zu. Kennst du noch den alle geliebt? Der ist so hart gewesen. So ein Dude, ich weiß nicht mehr, was er gemacht hat. Entweder einfach sprinten oder irgendwie Weitsprung oder so. Ja. und während dem Rennen geht man auf so ein Riesending. Geht so unten zu der Hose los und dann fährt er so ein Stolper. Das muss man wohl auf YouTube, das heißt einfach, so, und dann stolpert er so führen und dann smilt er so und wie so ein kleiner Bub sagt so, mein Dick verlaufen. Das ist so hart. Also, der Dude, nicht zu dir. Oh Gott, stimmst du? Mein Dick verlaut. Und einmal hat es ein Video gegeben von Gareth Bale. Ja. Kennst du den noch? Der Fußballer. Ja, kenn ich ja. Der Waliser. Ja. Oh mein Gott, Alter, der rennt so. Und du siehst so eine Zeitlupe, wie er eine Flanke schlägt. Und er hat so weiße Shorts an. Ja. Und während er rennt, machen sie in weiße Shorts, man einfach so. Und dann, wo er die Flanke schlägt, tut es nochmal nach. So. Und du denkst so, oh. Du musst das irgendwie wegbinden. Das ist einer der besten Fußballer auf der Welt gesehen. Und ich glaub mir, wenn da sich das irgendwie hinten angetaped hat, dann war er der Beste auf der ganzen Welt gesehen. Das stört doch. Wenn die Maske den Papa so gestört hat, Alter, was meinst du, was stört dich denn, wenn du so konstant. Ja. Er hat kein Gleichgewicht. Nein, Mann. Dann will er links vorbeiziehen, aber wenn er gerade auf der falschen Seite ist, das ist wie beim Schiff hinten, das dumme Ding. Wenn das auf der falschen Seite, dann kannst du kein Momentum mitnehmen. Das heißt, er muss das noch einberechnen. Dann muss er zuerst finden nach rechts, warten und wenn er dann nach links mitschwingt, kann er auch nach links weiterziehen. Woo! Wenn er den Ball mit seinem Dick berührt, geht er das? Also
Als Hands oder so? Ist das Fall? Nein, nein, du darfst ja alles von Brust abwärts. Du darfst ja nur, Schulter darfst ja sogar ran. Ja. Du darfst eigentlich nur nicht Arm und Hand. Aber stell dir vor, das ist wie eine. Einer hat ja mal. Einer hat ja mal. Die Hand, die einfach plötzlich ein Goal gemacht hat. Weißt du, was ich meine? Maradona, die Hand Gottes. Ja, weißt du, so. Einer hat ja mal. Ist wirklich, der Ball kommt so komisch auf und der kann wie nichts mehr machen. Er schwitzt noch, weißt du? Und da ist gerade so ein bisschen Goallinie, dass er dann einfach nur so. so eine kleine Hüft, oh Hüftstoße Gott, ja. Macht, ja. Ich glaube, oh wow. Anyway, wir sind auf dem Sprungbrett gesehen. Ja, und ich habe einen Salto gemacht und ich bin aufs Auge gefallen. Ja. Und du hast auf die Arschbombe gemacht. Ja, Arschbombe gemacht. Ich habe es gefilmt. Sogar das hat weh. Also, weißt du, was ich meine? Nein, dass du das überhaupt getraut hast. Nein. Hey, das ist der Klassiker. Wenn Kinder irgendwie Anzeichen geben, dass sie durch das sehr unterhalten waren. Ja, dann machst du es einfach. Ja. Dann mache ich es einfach. Heute habe ich in dem komischen Spielplatz habe ich auf einmal mit irgendwie 5 fremden Kindern gespielt. Ja, stimmt. Drei mich um. Es sind einfach irgendwie 5 Kinder, die Joel hinterher noch rennen und er noch ruht. Und alle Eltern so, ah jö. Aber irgendwie ist es herzig, dass es heutzutage noch geht, dass du nicht gerade irgendwie... Ja, sie haben mir den Hut geklaut. Weißt du, in gewissen Regionen, sag mal, an einem anderen Ort, denken Leute, hätten schon irgendwie... Es hat die Polizei angerufen, so irgendein blonder Dude. Aha. Spielt mit unseren Kindern. Gut, aber ich gebe, glaube ich, wirklich wenig creepy Vibes durch. Okay. Nein, weißt du, was ich viel gefährlicher gefunden habe gestern? Ist die hohe Wasserrutschbahn. Ah ja, das stimmt. Also wenn du dort stecken bleibst und das Kind hinter dir kommt. Ja gut, du bleibst stecken. Du bist der langsamste Mensch, der jemals auf dieser Rutschbahn gesehen ist. Gegen Andy habe ich es noch geschafft. Aber es ist noch verdammt schwer. Es steht gar nicht. Also, du darfst nicht mit der Badhose irgendetwas berühren auf dieser Rutsche. Das heißt, du rutschst rein und gerade auf den Rücken. Ja, und du hast vorhin noch so einen dicken Stoff bei deiner Badhose. Ja, das habe ich gewusst, Mann. Das bremst. Du musst glatte Haut muss da drauf rutschen, so, oder? Geile Schnöpfe beim 5. Mal, sagst du mir. Jetzt ziehst du deine Hose ein bisschen runter und dann rutschst du mir. Ja! Es hat ein Kind hinter mir, hat das Scheiße gehabt! Nein, mach's jetzt, bevor sie kommen. Zwei wasserige Mann, ne? Badehose am aufmachen und ab. Ja! Schnell rutschen, hey! Aber und dann bist du schnell. Ja. Ich bin richtig, einmal habe ich gemeint, ich spick aus der Rutschbahn raus. Ich bin viel zu schnell gesehen. Ab und zu ist es einfach schön, sich wieder mal wie ein Kind zu fühlen. Das habe ich gestern gemerkt. Super gesehen. Ja. Ich habe viel zu fest an den dummen Adam Sandler-Film gedacht. Ja, es sind Grown-Ups. Alle Kinder haben Hänge, ich und Schwelle aufeinander rennen. Ja, nochmal! Und wirklich, die einfachsten Spiele sind einfach der Shit. Wir haben im Wasser haben wir irgendwie 20 Minuten Fangis gespielt. Das ist herzig. Dann bin ich mal an und du hast noch weiter Fangis gespielt. Ja. Und das Gesicht verbrennt. Ja. Wow, ich bin, aber das ist jetzt wirklich kein Joke, Leute, ich bin wirklich schwärzer geworden. Definitiv. Ja, definitiv, also wirklich. Und das gibt es auch, viele Leute fragen immer so, ob wir Afrikaner Sonnenbrand bekommen. Ja, im Fall, weil ich bin violett. Joel ist mein Zeuge. Yep. Ja, passiert. Yep. Aber ist nicht so schlimm heute. Gestern habe ich wirklich gemeint, oh, jetzt kommt Sonnenbrand, heute ist okay. Aber ich bin schon ein bisschen black geworden, Mann. Yeah, yeah. Ja, ja. Ja, ja. Ist okay, black is beautiful, babe. Definitiv, aber es geht halt auch, es ist krass, wie schnell es geht. Gell? Ich hätte wirklich können zuschauen. Das ist wie so, wenn du zur Nacht den Mond anschaust und du genug lang schaust, merkst, wenn er sich bewegt hat. Oder? Das ist mein Face. Und bei dir gestern habe ich wirklich können zuschauen. Wir haben so eine Regel, einfach nochmal so ein bisschen wupp, abgedreht wird. Oder geil, vergleichen mit dem Mond. Ah ja, weil das haben wir auch noch gemacht. Wir haben zusammen eine Sternschnuppe gesehen. Ja, das stimmt. Ja. Hey, mega herzig im Fall. Falls ihr könnt, und ihr das gehört im Radio wegen Sternschnuppe und so, mach das mal, einfach draußen hocken, die Welt vergessen über Gott und die Welt reden und warten, bis ihr Sternschnuppe seht. Das hilft. Und etwas, was mir Joel heute mega also inspiriert hat, ist, wie heisst das Yoga? Aha, ja. Yoga Nidra heißt. Ja, Yoga Nidra liegt am Boden. Das ist eine Art Meditation. Das ist super geil. Also musst du ein paar Leute wirklich erklären,
wie das läuft. Aber das Logische ist einfach, ich sag's nicht, der Typ einfach, wie er redet. Aber der Typ, wie er redet, ist Weltklasse. Zuerst denkst du, du musst bald deine Kreditkarte-Info sagen. Und du wirst komplett ausgenommen. Aber es bringt es mega. Du musst mir wirklich Leute erklären, wie das geht. Das war wirklich super cool. Es ist wirklich einfach, es ist ein ganz stupides YouTube-Video. Ich kann es in den Shownotes tun. Ja. Es ist ein ganz stupides Video, das ich kenne, wegen so einem Neurowissenschaftler, wo ich seinen Podcast los. Andrew Huberman heißt der. Mhm. Das ist so momentan der Popstar von den Neurowissenschaftlern. Oh, okay. Jojo, der kennt jetzt irgendwie alle, der ist in allen Podcasts gesehen und was weiß ich. Ja. Und ich höre jetzt Sinne, weil ich den wirklich noch spannend finde. Mhm. Und der geht zum Schlaf und ich probiere, meinen Schlaf zu verbessern. Und dann geht es eben um das Non-Sleep Deep Rest, NSDR. Das ist ein Zustand, wo die Kopf und die Körper eben zwar nicht schlafen, aber absolut entspannt sind, so, oder? Mhm. Und klar, es gibt Meditation, klassische Meditation, es gibt die transzendentale Meditation, heißt sie, glaube ich. Das ist ja mal der Cenk, hat das ja mal ausprobiert. Ah, ja? Ja, hast du doch mal in Seelisberg, das ist irgendwie die Hochburg. Ah ja, das ist irgendwie stimmt, dem Guru, der ja, ja. Hat er gefunden, ah, gut, das mal anschauen. Ja, also, es gibt ganz viel Verschiedenes und das Yoga Nidra, das ist wirklich einfach, sie nennen es ein Script. Es ist wirklich einfach, jemand sagt dir, auf was du dich jetzt musst konzentrieren. Und wenn du das alles so hintereinander machst, dann bist du am Schluss tatsächlich in diesem Non-Sleep, Deep Rest State. Ja. Und heute zum Beispiel hat es mir mega geholfen. Ich bin ein bisschen gestresst gesehen, dann haben wir das gemacht. Und noch hat, obwohl doch noch ein bisschen stressige Sachen passiert sind. ja. Ich bin sehr entspannt. Also fürs erste Mal muss ich wirklich sagen, mir kämpft ein bisschen gegen das Einschlafen, weil es dich wirklich mega entspannt. Und er sagt dir irgendwie, liegst am Boden, jetzt schnaufst du dreimal tief ein, jetzt drehst du deine Hände jetzt um und jetzt, wenn ich den Körperteil sage, stellst du dir vor, wie du den Körperteil abschaltest. Yeah. Dann geht er wirklich durch. So, rechte Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger. Und für mich hat es wirklich so angefühlt, als würde jemand kommen und einfach schalten. Genau, einfach so abstellen. Einfach abstellen. Was krass ist, ich habe das kennt mit, weißt du, wirklich Körperteil, auf so, ja, deine rechte Seite vom Körper. Oder ja, genau. Dein ja, rechte ja. Bein. Genau. So. Aber dort ist wirklich einfach so, jedes erdenkliche Körperteil wird einfach eben wie abgestellt. Und das krass ist, du machst das ja, oder? Ja. Ja. Also ganz krass habe ich dann gefunden, eben, du machst alles rechte Seite, dann kommt dann die linke Seite, das heißt, eben, keine Ahnung, linker Fuß, linker Oberschenkel, keine Ahnung. Ja, auch irgendwie das Schienbein ja, und Wade und Fasern. Alles. Sohle, obere Teil vom Fuß. Am Schluss, wenn er dann fertig ist, also mit dem habe ich gemeint, okay, wir sind durch und dann kommt er nachher. Rechte Arschbacke, linke Arschbacke. Yeah. Oh ja, stimmt, Mann. Das kann ich auch noch entspannen. Dort habe ich richtig gehabt. Und dann, was ist das mit der 27 gewesen? Ja, dann musst du irgendwann von 27 auf Abzählen. Abzählen, nein. Du gehst immer draus. Das ist ganz komisch, du gehst immer draus. Also weißt du, wenn jemand einen gestressten Tag hat, wirklich empfehlenswert. Ja, es gibt, also der Huberman sagt irgendwie, was neurologische, also Benefits effektiv hast, wenn du es irgendwie so 3-4 Mal in der Woche machst. Ja. Und es geht gar nicht so lang, weißt du, kannst ja... Das ist 10 Minuten Script, es gibt nur das längere. Wow, das hätte ich glaube ich nicht geschafft, Mann. Und dann warst du eingepennt, oder? Nein, da war ich eingepennt. Die 10 Minuten hast du schon gekämpft. Ja, also, das 10 Minuten Script, das tun jetzt mal in Show Notes, ja? Ja. Okay. Würdest du noch etwas erzählen? Ich weiß nicht, nein. Nein, ich glaube auch nicht. Ja. Dann tue ich nur noch ganz kurz tue ich noch etwas auflösen. Ich probiere ja immer irgendwie nichts unbeantwortet zu lassen. Und zwar hat, ich weiß leider nicht mehr wo, jemand, glaube ich, auf YouTube hat. Oh, hältst du es mir? Ja, ich hab dir das. Wow. Ja. Ey, Service, hä? Also, jemand auf YouTube hat kommentiert zu einem von den Pods mit dem Cenk. Und zwar eine berechtigte Frage, die ich selber natürlich auch noch nicht gewusst habe. Ich muss es gerade schnell suchen. Das Internet ist so langsam da. Hilft aber auch, gell? Das ist entspannend. Okay. Ah, Wissi Schocki
ist doch mit Kakaobutter gemacht, weil ich gesagt habe, es hat kein Kakao drin. Weil eben die fucking Moskitos, weil ich ja Moskitos ja, es braucht nicht wirklich Moskitos. Und irgendjemand hat dann gesagt, Moskitos sind für Kakao verantwortlich. Also ja, dann verzichte ich halt auf Kakao. Brauche ich ja nicht. Vor allem, ich habe lieber weiße Schoki und dort hat es kein Kakao drin. Oh. Aber es hat Kakaobutter. Okay. Ja. Yeah. Seit auf YouTube Marcus Fade, nenne ich es jetzt mal. Ja. Und darum entschuldige mich an der Stelle. Ich habe auch schon weiße Schoki gefunden. Es gibt so eine Bio, keine Ahnung was. Die muss ich mal probieren. Die hat auch kein Kakaobutter. Okay. Ich bin sehr wunder, wie die denn schmeckt, ja. Ah, übrigens, apropos so Tipps, ich habe auch kürzlich so ein Video gesehen, hat es mich auch umgerührt. Der eine so, weiter gesagt hat, if you fry an egg, yeah, it's actually, no, fried egg is actually fried chicken. Jo. Dann, ja, denkst du, ich bin mega lang durch, so. Jo. So, yeah. Nicht ganz. Ja, ich bin ja nicht ganz, aber irgendwie. Es ist ja nicht ein befruchtetes Ei. Ja, genau, aber trotzdem ist irgendwie so. Ja, irgendwie. Nein. Nein? Okay. Nein. Okay. It got me. Und da muss ich aber schnell, ich komme nicht in mein Insta. Warte, ich muss schnell so ins Insta. Also brauchst du es wegen der Nachricht? Ja. Yeah. Oh. Achtung. Ist mir auch noch geschickt worden und muss ich natürlich auch noch auflösen. Vielen, vielen Dank. Das hat mich sehr beruhigt, dass ich nicht träume. Und zwar von der Anita. Die hat mir geschrieben, der Hanfgeruch nach Baden, nach dem Barecktunnel Basler Sittig, kommt von einem riesen Hanffeld. Offiziell. Ist schon in der Zeitung gekommen. Und dann hat sie mir einen Link dazu geschickt, wo ich mich sehr bedanke dafür. Für nämlich ein riesen CBD-Feld ist dort. Oh, das ist der Grund. Ich habe es einfach ein paar Mal geschmeckt. Ich dachte, wer raucht da neben mir? Also, das ist eine CBD-Plantage bei Birmensdorf. Und immer irgendwie im Sommer tun sie die Sömle pflanzen. Und das heisst, es tut dann so, bis irgendwie im November tut es einfach brutal. brutal stinken. Aber es ist ja nur CBD. CBD, okay. Ja. Nur CBD. Behaupte sie. Ja. Aber somit, das fängt jetzt wieder an. Weil es ist immer, eben, wo habe ich es gelesen? Da am Schluss. Jeweils im Juli setzen wir Stecklinge aus der Schweiz auf unseren Feldern. Seit der verantwortliche Person okay. Dort. Ja. Und sobald diese Stecklinge wachsen und blühen, taucht der Cannabisgeruch wieder auf. Mhm. Und dann werden sich auch wieder viele Autofahrer auf der 1 bei Baden wundern, weshalb es in ihrem Auto plötzlich dezent nach Cannabis riecht. Also, dezent? Also, ich habe immer das Gefühl, ich bin in so einem Amsterdam-Coffeeshop. Alter, stell dir vor, du kommst aus dem Tunnel raus. Und sie machen eine Kontrolle. Und sie machen eine Kontrolle, machen sie auf so. Nein, ich habe nicht. Und dann hast du Heuschnuppen, dann hast du rote Augen. Oh nein, bist du am Arsch. Ja, oder bist du vorher in der Bade gesehen? Ja. Ja. Darum, vielen herzlichen Dank, Anita, für das Aufklären von dem. Ich bin wirklich froh, dass ich das nicht geträumt habe. Und wie gesagt, nächste Woche wieder mit Gast. Obwohl ich jetzt muss sagen, es ist ja heute eigentlich auch wieder mit Gast gesehen. Ja, eigentlich auch. Also ja, danke, vielen Dank, dass du vorbeikommen bist. Ich komme doch gerne. Ja. Ja, mein Dank. Danke vielmals, dass ich da mitmachen darf. Und danke euch fürs Zuhören. Und probiert wirklich die Meditation aus. Wirklich super gut. Also, ich muss es noch in die Notes tun. Also, gute Zeit und bis bald. Bye, bye, bye. So, jetzt können wir endlich rummachen. Oh, 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 oh